Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Part Zelda 2 Adventure of Link. Und da machen wir mal weiter. Ich muss jetzt erstmal hier zurück zu der Stelle, wo wir im letzten Part nicht aufgehört haben. Ich war tatsächlich im letzten Part schon mal in einem Dungeon und wir haben uns schon gefragt, wie es dort weitergeht. Und ja, die Lösung habe ich jetzt. Die Lösung ist offensichtlich. Ich habe die eigentlich, ist mir so, ist eigentlich sofort. Ja, die Lösung ist mir sofort offenbart worden nach dem Ende des letzten Parts. Ist eigentlich sonnenklar. Wir werden es heute sehen. Ich werde hier gleich mal hingehen. Von der falschen Stelle aus. Wir müssen hier erstmal zurück. Wir müssen hier erstmal ins Loch fallen. Mehrere Male. Ja gut. Springen muss gelernt sein. So. Dann gehen wir mal von der anderen Seite ran. Und wir erkunden heute am besten schon mal den nächsten Dungeon. So ist der Plan. Den nächsten Dungeon heute erkunden. Und wie wir da weiterkommen, man weiß nämlich schon. Da habe ich schon so einen Plan. Irgendwas hat er da gesagt. Der Hund. Dieser Hund. Wir hier noch ein bisschen Schaden, bevor wir dann in den Dungeon reinkommen. Hund, friss! Wer kann denn die Blumen fressen? Das ist ja das Gute. Deshalb kommen wir jetzt in den Dungeon rein. Und da waren wir im letzten Part schon drin. Und da zeige ich euch jetzt mal, wie es weitergeht. Den Hund haben wir draußen angeleint. Und eigentlich idiotensicher, ich habe es schon im letzten Part versucht. Ich habe gedacht, es funktioniert irgendwie nicht. Aber Tatsache ist, man kann die Leuchten hier anzünden. So einfach geht's. Mit dem magischen Staub können wir, mit unserem magischen Puder, können wir die Lampen anmachen und dann kommen wir hier weiter. Die Lösung lag direkt vor meiner Schnauze. Ich habe es die ganze Zeit nicht bemerkt. Ich war blind. Ich habe es einfach komplett, ich habe es nicht gerallt. Sorry, wenn ich euch irgendwie. Es ist ja nicht damit irgendwie. Logischerweise euch irgendwie. Ja, da gibt es keine Worte für. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ich bin entsetzt, dass das nicht gleich geblickt habe. Okay, jetzt müssen wir es hier mal überleben. Hier machen wir mal Licht an. Und hier durch. Können wir da durch? Wahrscheinlich noch nicht. Sieht schlecht aus. Unser Pulver ist wahrscheinlich auch irgendwann mal alle. Die Tür kriegen wir nicht auf. Also hier noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal das Game Over überstehen. Speichern und beenden, erneut versuchen, ja, weiter geht's. Ein Djinn-Grotte. Jetzt müssen wir erstmal in die Djinn-Grotte überleben. Das, die Tür hat sich jetzt geöffnet, ich weiß nicht, ob die uns was bringt. Ich laufe erstmal völlig rein in den Feuerball. Ich stelle mich mal wieder ordentlich an. Ordentlich dämlich. Dann gehen wir erstmal hier weiter, oder? Was meint ihr? Okay, das bringt nichts. Oha. Aber das bringt was. Aha. Und wie stellen wir das jetzt an? Ah, so stellen wir das an. Verstehe. Oh, hier haben wir einen Gegner.
Müssen wir so angreifen, müssen wir erstmal mit unserer mit unserem Schild abwehren und dann so besiegt. Super, die Truhe mal öffnen. Das wäre nicht verkehrt, da kriegen wir noch einen Schlüssel. Vielleicht für die Tür dort hinten. Kleiner Schlüssel, denn damit lässt sich fast jede Tür öffnen. Verstehe. Ach du Schreck. Aha, okay. Hops, hier mal Hops rüber. Dann Hops. Was auch immer das war. Hier ist eine Truhe. Hier falle ich erstmal rein. Natürlich, das gehört mir dazu. Der Vollständigkeit halber muss man das mal zeigen. Noch ein kleiner Schlüssel. Dann können wir jetzt zwei Türen öffnen. Okay, jetzt können wir hier lang. Können wir nicht. Was bringt das uns, wenn wir das aktivieren? Nix. So können wir hier rüber. Aha. Shy Guys. Ist doch sonnenklar, Shy Guys. Von denen ich besiegt wurde. Game over. Zum Glück können wir hier direkt nochmal von derselben Stelle starten. Ne, vom Anfang müssen wir starten. Aber wir haben die Rätsel ja schon gelöst. Wir müssen jetzt einfach nur hier nochmal lang laufen. Ich glaube, die Tür könnte jetzt auch öffnen. Mit dem Schlüssel könnte jetzt diese Tür öffnen. Da könnten wir jetzt weiter. Shy Guys. Mit dem Schild können wir sie, glaube ich, abwehren. Na komm. Gehst du hin, Shy Guy. Müssen wir den besiegen? Wahrscheinlich schon. Können wir die besiegen? Ich bezweifle es. Scheint mir nicht so zu sein. Wozu brauchen wir dann diesen? Habe ich ihn umsonst geöffnet? Diesen Raum. Die Statue sagt etwas, aber ohne ihren Schnabel verstehst du sie nicht. Aha, okay. Können wir einen Tipp erlangen? Okay, damit können wir es nicht öffnen. Verdammt. Ach, müssen wir den Weg wieder nehmen. Okay. Immer lang den Schurken lassen wir stehen. Die Truhe müssen wir nicht nochmal öffnen. Okay. Ups. An den Shy Guys vorbeischleichen. Das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Und hier haben wir einen Schlüssel. Tja, wie kommen wir jetzt hier weiter? Fässer können wir nicht anheben. Schnabel haben wir ja auch noch nicht. Und einen weiteren Schlüssel stecken wir auch dort an bei einem anderen Raum fest. Das sieht noch schwerer aus als schwer. Im Moment reicht deine Kraft dafür nicht aus. Vielleicht können wir die Sachen hier bewegen. Oh, das können wir in der Tat. Okay, Sekunde. Müssen wir hier die blöden Fledermäuse besiegen, bevor die uns besiegen. Und auf den Feuerball aufpassen. Ah, sehr gut. Da hat sich was bewegt. Dann geht's weiter. Hinunter. Ins 2D. Ach, verdammt. Springen muss auch gelernt sein. Ich sagte, Springen muss gelernt sein. Dann kommt man jetzt ein Herz hier. Das wär's. Und hoch hier. Wo kommen wir jetzt an? Ja, ein Herzteil bekommen wir hier. Oh, Kacke. Ich bin auch hier geliefert. Ja, wenn ich hier reinspringe, dann bin ich natürlich geliefert.
Drüber muss man springen. Drüber. Über den Abgrund, nicht hinein. Verstehst du, Nink? Verstehst du? Sind wir hier wieder am Anfang? Na tolle Wurst. So, hier mal lang. Vielleicht ohne viel Schaden zu nehmen. Ich weiß nicht, was wir in dem Raum dort unten sollen. Okay, die bringen uns leider kein Herz. Das war meine Hoffnung, die Herzen zu bekommen. Hier entlang. Ohne viel Schaden zu nehmen. Ach so, das ist hier das Zauberpulver, was wir uns wieder aufladen. Verstehe. Da springt er gleich mal rein. Jetzt gehen wir mal ran vorbei. Die Sachen müssen wir bestimmt mal verschieben hier. Was sag ich, das geht nicht. Das geht von der Seite nicht, oder was? Seltsam. So, hier mal lang. Die Tür haben wir jetzt geöffnet. Da können wir runter. Und das kriegen wir jetzt vielleicht auch mal hin mit einem beherzten Sprung. Ein bisschen springen. Hops. Und hops. Und hops. Hier hoch. So, jetzt mal hier. Nicht reinspringen. Lass mich hier wieder besiegen. Okay, drei Herzen. Na, vielen Dank. Was machen wir hier? Bossgegner. Ach du Schande. Ich glaube, sie kommen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich den. Ach so, so kann ich den angreifen. Ich kann mir die Bomben auch auf ihn draufschmeißen. Oh, Kacke. Und die sind natürlich brüchig, die Platten. Oh, Kacke, Kacke, Kacke. Vorsichtig. Wir verlieren auch mal ein halbes Herz, wenn wir uns werfen lassen. Das ist nicht so gut. Von hinten angreifen sollten wir den vielleicht. Es ist jetzt hier, das läuft anders als gedacht. Von hinten angreifen wäre die Lösung gewesen, aber jetzt sind wir hier gleich K.O. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Verdammt, verdammt. Und Bomben werfen. Der wirft ja Bomben. Wir müssen die Bomben zurückwerfen. Da drunter gibt es wahrscheinlich auch noch eine Herzkammer. Oh, Kacke. Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wie wir den besiegen können. Diesen Boss. Dann immer wieder hinfinden. Hier vorbei. Na. Vielleicht komme ich hier nochmal dran. Okay, die kann ich nicht verschieben. Blöd. Na komm, ich will hier, will mich verteidigen. Schild. Ich stärke gleich bei dem hier. Bei den Experten. Das bringt nicht mein Herz. Ich sag mal wieder ein, dann gibt es 20. Na, sehr toll, einen. Und da sind wir schon wieder Game Over. Ich stelle mich hier heute an. Abgelaufener Joghurt. Wie ein abgelaufener Joghurt, das ist sicher. Katastrophal. Peinlich. Unerträglich. Dadurch zieht sich der Party in den Ring. Dadurch müssen wir jetzt nichts mehr anderes machen. Das ist auch der Vorteil. Müssen wir jetzt noch, können wir heute ganz entspannt hier den Dungeon angehen. Und uns von ein paar Skeletten besiegen lassen. Müssen wir nicht noch Zusatz zum Dungeon machen. Hier brauchen wir uns jetzt nichts holen. Sehr gut. Hier entlang. Den Weg kenne ich mittlerweile. So hier entlang. Vielleicht können wir uns hier wieder die drei Herzen holen. Das wäre nicht schlecht. Ich hoffe nicht, dass das ein einmaliges Ding war. Dann sind wir geliefert.
das hier wieder von vorne zu machen. Immer wieder. War keine einmalige Sache. Natürlich lässt die Batterie der Konsole nach. Was auch sonst. Dann müssen wir es wohl mal bald hinkriegen. Schild. Okay, das Schild nutzt nichts. Das bringt nichts. Wie haben wir denn hier eine Sprinttaste, wo wir können hüpfen? Und ihn von hinten angreifen. Ah, hüpfen und von hinten angreifen. Hüpfen! Und von hinten angreifen. Einmal mehr rüber hüpfen. Und angreifen. Und gleich wieder geliefert. Das ist doch hier nicht. Kann es doch hier nicht sein. Hier runter. Ach so, da fallen wir nur runter. Gibt's kein Herz. Das war nur beim ersten Dungeon so. Ich stelle mich heute an. Der Bossgegner. Danach kriegen wir wahrscheinlich einen Handschuh, mit dem wir den Sachen, diese schweren Sachen heben können. Die Vasen. Ich gehe mal von aus. Weil es wird hier im Dungeon schon angekündigt. Ist vermutlich so. Was macht denn der Feuerball hier? Lässt uns nicht mehr durch. Ach so, der wollte durch, da. Ja, der hing da fest. Verstehe. Natürlich. An den Scheigeist vorbei. Was auch immer Scheigeist hier in den Legend of Zelda Dungeons zu suchen haben. Was hat ein Scheigeist und ein Kettenhund in Zelda zu suchen? Seltsame Cross-Promo. Was haben Mario-Charaktere im Zelda-Universum verloren? So, voll aufgeladen hier mal rein. Jetzt mal springen üben und angreifen. Und angreifen! Nicht feuern! Verdammt! Nicht mit Bruder betreuen. Angreifen. Okay. Springen macht's auch nicht immer. Und da bin ich runtergefallen. Da bin ich nochmal runtergefallen. Das verdammte Loch hier. Okay, haben wir ihn besiegt. Naja, das geht ja eigentlich schnell. War am Ende nur ein Zwischenboss. Ich sehe es ja schon. Natürlich war das nur ein Zwischenboss. Weil hier kommt jetzt die... Die Sache, ja, die Geschichte. Ja, komm, zurück. Ich will jetzt nicht den ganzen Dungeon nochmal machen. Also jetzt hier durch, jetzt geht's zum Boss. Zum echten Boss. Dann dachte ich mir, und da können wir auch runterfallen. Wie kommen wir jetzt hier? Ach so, hier müssen wir dann vorbei. Hops, wenn wir die Löcher springen. Das hat jetzt wenig gebracht. Oh Kacke. Jetzt werden wir hier angesogen. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, so viel zu aufpassen. Oha, Labyrinthkarte erhalten. Okay, Minus, um einen Blick drauf zu werfen. Jetzt hier mal weitergehen, ohne aufgesogen zu werden. Okay, hier haben wir ein bisschen 10 Pulver. Das wird uns hier mal wieder gegeben. Brauchen wir eigentlich nicht. Haben wir nicht nötig. Den haben wir nötig, 20 Rubine. Auch nicht so dringend, aber gut. Jetzt bräuchte man hier einen Schlüssel. Das wäre nicht schlecht.
Die haben wir ja schon verpulvert für den, für die Tür dort hinten. Na, da kriegen wir jetzt einen Schlüssel her. Hier kommen wir nicht lang. Kriegen wir jetzt einen kleinen Schlüssel her. Haben wir den Dungeon jetzt verkackt, weil wir keinen kleinen Schlüssel mehr kriegen. Keinen Schlüssel. Ach, verdammt. Kleiner Schlüssel. Da unten gibt es noch eine Truhe, die wir nicht geöffnet haben. Hier haben wir einen Wohnpalastschlüssel. Aber da bringt es nicht. Ein Yoshi-Puppe haben wir auch noch. Jetzt müssen wir erstmal einen Schlüssel suchen. Das ist ja hier skandalös. Kommen wir nicht mehr voran. Jetzt müssen wir mal zurück hier. Nochmal den Dungeon nach einem Schlüssel durchsuchen. Da ist bestimmt ein kleiner Schlüssel drin in dieser Truhe. Ja. Da kommen wir nicht hin. Was war in diesem Raum hier? Schaden war hier in diesem Raum. Mal nicht die Gegner vielleicht mal besiegen, wenn nicht verkehrt. Komm du her. Ah, hier, die Tür geht auf. Ist gut, da kommen wir rüber. Gibt es eine Truhe? Wir haben noch ein Herz, wir können es uns eigentlich nicht leisten hier. Vom Gegner zu kriegen. Das ist kein kleiner Schlüssel. Stapel aus Stein. Aber der kann uns einen kleinen Tipp geben. Und wir gehen hier erstmal sterben. Teleportation zurück. Ich hoffe, den Stapel behalten wir noch. Erneut versuchen. Sieh mal zurück. Hier müssen wir nur richtig drin stehen. Kommen wir hier rein. Im Inventar haben wir noch den Schnabel. Schnabel, 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 Schnabel. Sieht nicht so gut aus, aber. Versuchen wir es mal. Zur Eile zu kommen. Wenn wir sehen, ob wir den haben. Haben wir. Erst die langohrige Kreatur, zuletzt den Schädelritter. Das soll uns jetzt was sagen? Erst die langohrige Kreatur, dann den Schädelritter. Ich hatte ein bisschen Spaß beim Reinspringen. Erst die langohrige Kreatur, dann den Schädelritter. Aha. Merke ich mir erst die langohrige Kreatur, dann die Schädelritter. Wofür wir das auch mal brauchen können. Ich würde gerne nochmal zurück. Vielleicht können wir die anderen Eulen noch befragen. Da gab es ja noch eine andere Eule, der wir vorbeigegangen sind. Wir haben ja jetzt den Schnabel. Da gab es noch irgendwo eine andere Eule. Hier. Nicht hier. Gut, dann nicht. Da war es in einem anderen Raum. Hier war die Eule. Senke die Bodenplatten, indem du ein Kristall anschlägst. Na danke, darauf wäre ich nicht von selbst gekommen. Kann ich die irgendwie aktivieren? Nur den Kristall. Die Statuen kriege ich nicht aktiviert. Tja, jetzt haben wir die Schlüssel ausgegeben. Ist ja herrlich blöd. Vielleicht können wir ja nochmal neu laden. Ich habe hier noch nicht gespeichert. Wenn es nicht Autosave.
gemacht hat. Ob ich jetzt einen Schlüssel herbekomme, weiß ich nämlich nicht. Wir hatten zwei. Das eine war ja quasi Blödsinn. Und der Herz wäre nicht schlecht. Wenn das Motiv auf dem Boden gleich ist, wird sich ein neuer Weg auftun. Ja gut, das haben wir auch schon rausgefunden mit den Schiebeplatten hier. Das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Notfalls müssen wir nochmal das Spiel neu starten. Man muss den Dungeon nochmal ganz neu machen. Das wäre äußerst schlecht. Ich muss mal das Internet befragen, wo ich jetzt hier einen Schlüssel herbekomme. Haust du ab. Oh wei. Hier müssen Feuer machen. Oder vielleicht nicht verkehrt. Da hätte ich sowieso nicht rüberspringen können. Vielleicht erstmal Notlicht machen. Kann man überhaupt Licht anmachen? Hier doch, oder? Hier kann man Licht anmachen. Sehr gut. Was bringt's? Das war sehen, wo wir hinspringen. Na, sehr toll. Sind wir wieder hier. Das bringt nichts. Na tolle Wurst. Guck mal die hier. Nee, die Pflanze bringt es nicht zum Wachsen. Da bin ich überfragt. Was machen wir, um jetzt hier weiterzukommen? Da fehlt ein Schlüssel. Kleiner Schlüssel. Ja, okay, hier können wir nicht rüber, hier können wir nicht rüber, hier können wir nichts machen. Tja, Mist. Ich weiß, wo wir noch einen Schlüssel kriegen können, bevor die Konsole auch gleich ausgeht und Batterie gleich nachlässt. Wir gehen sowieso gleich nochmal sterben. Bevor wir das tun, können wir hier mal nochmal sterben gehen. Ja. Da unten wären drei Herzen gewesen. Gut, erneut versuchen. Wir müssen eh nochmal ganz zurück. So, ich habe herausgefunden, wo man die Scheigeist besiegt. Also ich besiege es, klar. Hier ist ein Scheigeist. Na, kommst du? Kommst du mit hinter? Oder kommst du hier hin? So kann man ihn besiegen. Seine Schwachstelle ist der Hintern. Wir sollen ihm den Arsch verprügeln. Kompass erhalten. Das bringt uns gerade auch nicht weiter, weil wir einen Schlüssel brauchen. Aber wir haben ja hier nochmal an einem anderen Ort Scheigeist gesehen. Da müssen wir einmal hier runter. Einmal schnell hier lang, bevor uns der Feuerball trifft. Hier gerade mal rüber. Hier lassen wir liegen. Jetzt haben wir jetzt nochmal. Okay, die müssen wir sich umdrehen. Und jetzt hier. Das ist noch zu nah. So, besiegt. Der eine gibt uns einen Rubin und der andere gibt uns hier den Schlüssel. Dafür ist die Platte dort hinten. Jetzt gehen wir hier nochmal zurück. Möglichst nicht runterfallen. Und hier nochmal hops. Durch den Feuerball hier nochmal durch.
Hier nochmal links. Schlüssel. Damit können wir weiterkommen. Sehr gut. Nee, das Pulver. Das Pulver verschwenden. Holen wir uns hier nochmal Pulver. Und nochmal zurück. Weiter hier. Jetzt kommen wir vielleicht mal zum Boss. Jetzt noch nicht direkt durch die nächste Tür, da brauchen wir erstmal einen großen Schlüssel. Aber hier erstmal einen Raum weiter. Ich weiß nicht, was ich mit sagen wollte. Irgendwas. Ja. Ein Stück weiter wahrscheinlich. So. Geh mal hoch, geh mal hoch, geh mal hoch. Sicher schnell rüber, hier kommt es auf Schnelligkeit an. Die Hände hätte man nicht gebraucht. Nicht unbedingt. Hier hätte man eine Abkürzung nehmen können. Wenn man von einer Fledermaus angegriffen. Hier werden wir vom Wind eingesaugt. Von denen gleich mein Herz. Fledermäuse. Gib mir den. Miese Krankheitserreger. So, öffne dich. Ich hoffe, wir brauchen nicht noch einen Schlüssel. Buhus. Den können wir erfahrungsgemäß von hinten angreifen. Und damit Licht vertreiben. Was uns das jetzt bringt? Eine Truhe. Aha, und wie kommen wir mit der Truhe jetzt weiter? Ein Armreif, ein Kraftarmband. Damit können wir die Krüge hochheben. Na super. Kraftarmband erreicht.